Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Und zwar geht es heute um Split 2. Tagesaktuell zum 15. Dezember. Ich denke, um 19 Uhr soll der zweite Split stattfinden. Und hier ein kurzer Aufruf. Gebt mir mal eure Meinung zum Ranked-System. Ich finde nach wie vor, dass das Ranked-System eigentlich absolut unterirdisch ist. Auch der Split finde ich immer mega belastend, dass man immer wieder, wenn man sich in eine gewisse Klasse gekämpft hat, zurückgestuft wird und sich dann wieder nach oben arbeiten muss. Darum soll es in dem Video aber nicht gehen, denn es könnte sein, es gibt zwar keine offizielle Bestätigung von Respawn und so weiter und auch die ganzen großen Dataminer haben nichts gepostet. Ich gehe davon aus, dass wir heute kein Patch oder kein Update bekommen werden. Sollten wir dennoch ein Update bekommen, kann ich euch sagen, dass die Hemlock die stärkste Waffe meiner Meinung nach mitunter im Spiel und leider auch die Waffe, die am einfachsten zu handeln ist, genervt wird. Und ich finde, gerade Einzel- und Burstschusswaffen waren für mich immer ein absoluter Horror. Aber jetzt gerade zu Season 6, was ich glaube es war Season 6 oder was in Season 7, zum Start von Season 7 kam nochmal ein ordentlicher Patch obendrauf, ein Buff für die Hemlock. Ach, ich glaube es war in Season 6, ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ihr wollt, aber der Rückstoß wurde so anfängerfreundlich gemacht und als ich darüber berichtete, über die gesamten Änderungen, habe ich auch in der Arena gezeigt, wo ich auch gerade kurz mal warte, habe ich euch gezeigt, dass der Rückstoß einfach viel zu einfach zu handeln ist und dass es einfach zu krass ist. Ich mache es einfach mal vor, damit ihr nachvollziehen könnt, hey, die Waffe hat wirklich nur verdient. Ich spiele sie mega gerne, aber sie ist wirklich für jedermann einfach viel zu easy. Ich habe wirklich nur mal einen blauen Lauf drauf gemacht und ein lila Magazin, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich kann ja mal die Kamera hier ein Stück hoch bewegen, dass ihr seht, dass ich nichts anderes groß drauf habe. Und ich hämmer hier jetzt einfach mal, ohne den Rückstoß zu kontrollieren. Jetzt kommt gleich der Gegner nochmal. Das wollte ich einfach mal so beispielhaft vormachen. Moment. Hier, da bleibt immer ungefähr auf Kopfhöhe. Das ist absolut finster. Ich hämmer hier einfach drauf zu und dann geht irgendwann hier, ihr seht es, das Fadenkreuz zurück zum Kopf. Diese Waffe ist einfach zu stark. Auch wenn das nichts für jedermann ist, dieses Getrigger und Gebürste. Aber die Waffe, die muss genervt werden. Das ist einfach mal ein Fakt. Auch hier gerne eure Meinungen in den Kommentaren. Ich bin gespannt, ob es heute noch ein Patch gibt, ob es vielleicht noch mal andere Neuerungen gibt. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für euch oder für alle, die so total auf Apex Legends Merchandise stehen. Es ist zwar noch nicht draußen und ich habe noch keine Information, wann das rauskommt, aber es wurde heute oder gestern auf Play Apex, der Twitter-Seite, auf der offiziellen Twitter-Seite, wurden drei Actionfiguren gezeigt, die wirklich gerade, der Wraith zeige ich zum Schluss. Ich zeige zuerst mal den Revenant, die Revenant-Actionfigur, ich glaube, die sind so um die 20, 25 cm groß, aber die Wraith Actionfigur, die wird wahrscheinlich jedem von euch gefallen, vor allen Dingen jedem, der den Voidwalker-Skin feiert. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann die rauskommen. Ich glaube, um die 20, 25 Dollar kosten die. Kann man bei Amazon, glaube ich, sogar schon vorbestellen. Ich spare mir jetzt einen Link, weil wie gesagt, es steht noch nicht fest, wann man die kaufen kann. Octane sieht auch ultra, ultra geil aus. Aber jetzt haltet euch einfach mal fest. Diese Wraith-Figur sieht doch allererste Sahne aus. Also ich finde ja, ich habe ja hier so eine Funko-Pop-Figuren. Jetzt vergleicht einfach mal. Einfach mal im Vergleich. Ich meine, die Funko-Pop-Figuren, die sind ja immer übertrieben groß mit diesen riesen Köpfen. Ihr seht es hier. Stell dich scharf, du Luder. Es sieht witzig aus, aber gerade der Bloodhound sieht ja auch sehr, sehr geil aus. Den feiere ich ja absolut. Der sieht eigentlich von allen 8 Figuren, es gibt bis jetzt 8 Funko-Pop-Figuren, die gab es schon relativ kurz nach dem, oder so nach einem Jahr, glaube ich, wo es Apex gab, oder nach einem Dreivierteljahr. Gab es die schon zu kaufen? Es gibt immer bis jetzt nur die ersten 8 Legenden, die man von Anfang an hat. Die sehen so als Deko eigentlich ganz geil aus. Ja, kann man haben, muss man nicht. Ich finde es eine feine Sache. Das soll es schon wieder von dem kurzen News-Update gewesen sein. Solltet ihr tagesaktuell zum Dienstag, den 15. das Video schauen, heute um ca. 17 Uhr, streame ich in den neuen Split rein. Ich denke mal, dass ich da ein bisschen Ranked mit Randoms mache. Ich habe mal wieder Bock, ein bisschen Ranked zu grinden. Vielleicht noch ein bisschen das Holobash-Event. Lasst euch einfach mal überraschen. Das war es schon wieder von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.